Hallo und herzlich willkommen, ich bin Gustav mit F und das ist eine Folge FAQ aus dem Atelier von meinem Papa. Mein Papa ist Künstler, vor allen Dingen ist er Künstler und auch Lehrer, also Kunstlehrer. Deswegen steht hier eher Zeug, was ne, von anderen Leuten ist. Das bin ich! Ah, da war ich ganz jung! Ich habe das jetzt nur bei Insta gemacht, falls ihr sonst nicht bei Insta seid. Ich benutze Insta, glaube ich, mittlerweile am meisten neben Twitter. Also, wenn ihr da nicht seid, könnt ihr natürlich gerne folgen und dann bekommt ihr sowas von mehr mit. Und wenn ihr mehr Interesse an mir habt, was ihr wahrscheinlich irgendwie habt, wenn ihr in FAQ guckt, dann gibt das eh Sinn. Weil, come on! Haben locker mal 20 Leute kommentiert, ob ich das Video anfangen kann. Hier! Kannst du haben. Lars fragt, wo wohnst du? Hallo an der Saale. In der Wohnung. Alleine. Mit meiner Katze. Placey4 hat fragt, was wäre ein Grund für dich, YouTube zu beenden? Hoffe, dass das nie passiert. Boah, was gibt's denn da so viele Sachen? Ich glaube, der erste Grund, weswegen ich YouTube nicht mehr machen würde, ist Krankheit. Also wenn ich ne, irgendetwas hätte, womit es mir, wo es mir so schlecht geht oder wo sich irgendwie mein Leben so verändert, dass ich das nicht mehr machen kann. Aber ansonsten, ich weiß es nicht, Mann. Dennis aka Nasty fragt, was würdest du machen, wenn du urplötzlich deine ganzen Abonnenten verlierst? Hallo! Ganz ehrlich, in den 2,5 Jahren, die ich jetzt YouTube gemacht habe, habe ich eins vor allen Dingen gelernt. Und das ist es, wie man Videos macht. Das heißt, selbst wenn meine beiden Kanäle jetzt einfach gelöscht werden würden, dann mache ich halt einen neuen. Maxi fragt, hi Gustav, ich wollte dich fragen, wie du deine Zukunft planst im Sinne von YouTube. Also willst du 100 Millionen Abos oder sowas halt? Ja, 100 Millionen Abos? Sag ich nicht nein. So ein Quatsch, ich plane schon immer, und das sage ich jedes Mal, wenn ich so eine Frage bekomme. Ich plane nicht in Zahlen von Abos oder sonst was, sondern in Qualität. Ich möchte weiterhin an Qualität zulegen, ich möchte weiterhin an Unterhaltungswert zulegen. Hauptsache sich selber weiterentwickeln. Das ist das Wichtigste von allem für mich. Florian fragt, wie stehst du zur derzeitigen Politikdebatte? Zum Beispiel GroKo und sowas. Es könnte mich kaum weniger interessieren. Da bin ich nur aggressiv von. Call of Duty 2017 fragt, bist du zufrieden mit deiner Situation? Ne, was? Bist du zufrieden mit deiner Zeiten? Mit deiner? Was? Mit deiner derzeitigen wahrscheinlich. Ja. Ja. Toni fragt, was hältst du von Rauchen? Nichts. Ich habe noch nie eine Zigarette im Mund gehabt. Das wird auch nicht passieren. NSBM fragt, hast du schon mal nachgedacht, Rainbow Six Siege Videos zu machen? Nein. Stonko fragt, was war ungefähr dein Equipment, als du mit YouTube angefangen hast? Super Frage, gefällt mir sehr gut. Eine Frage, die bestimmt viele beschäftigt. Und mein Equipment war relativ einfach. Ich hatte eine Webcam, eine ziemlich schlechte Webcam, eine Microsoft Live irgendetwas, die hatte 720p 30 FPS in unfassbar schlechter Qualität. Das war auch nur ganz am Anfang von meinen Videos, wo ich die benutzt habe. Boah, fand ich scheiße. Dazu hatte ich ein Großmembranmikrofon für ganz wenig Geld. Das war ein Samsung G-Track. Ich glaube, das Ding kostet irgendwie so 50 Euro oder so. So ein USB-Mikrofon. Hat seinen Job am Anfang getan, ne? Dann hat es den Geist aufgegeben. Dann muss ich ein neues kaufen. Na? Huch, falls ihr aber selber anfangen wollt, ich habe mittlerweile da ein bisschen Erfahrung gesammelt und ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, wenn ihr kein Schneideprogramm habt, aber eins sucht, holt euch DaVinci Resolve. DaVinci Resolve. Das Programm ist kostenlos, geht eher so auf Niveau von Premiere, also eher ein Profi-Programm. Aber ich finde, man kann auch reinkommen als Anfänger. Und wie gesagt, es ist kostenlos und es macht einen verdammt guten Job. Warum soll ich mir was anderes holen wie Vegas oder halt Premiere, wenn ich ein kostenloses Programm haben kann, was verdammt gut ist? Das nur mal so nebenbei. Roman fragt, willst du später eine Familie gründen? Ja, natürlich, Mann. Natürlich, ich will kleine Kiddies haben, die mit kleinen Werten rumlaufen und so. Nachfragt, wo siehst du dich in 5 Jahren? Ganz ehrlich, keine Ahnung. Der Till fragt, hattest du schon mal Erfahrung mit härteren Drogen außer Alkohol gesammelt? Schöne Feiertage noch. Danke. Ja, aber das ist eine Geschichte für ein anderes Mal. Ich habe also nicht irgendwas Besonderes, nichts Heftiges oder sonst was. Ich habe nur mal Brownies gemacht mit Leuten, in denen Shit drin war. Und das ist aber so eine lange Geschichte, die erzähle ich irgendwann mal. Chill mal. Der Meme-Doktor fragt, wie ich auf YouTube kam. Aber das ist nicht so schwer. Ich habe YouTube geguckt. Wir haben YouTube jahrelang nur noch geguckt. Und dann habe ich gedacht, das geht aber so. Das hätte ich besser gekonnt. Und immer, wenn ich gedacht habe, das hätte ich besser gekonnt,
ist immer so etwas, so ein Gedanke in mir gewachsen. Mach es doch. Und dann habe ich wirklich angefangen mit einem FIFA-Channel, auf dem ich nur Englisch gesprochen habe. Ja, war halt einfach erstmal so ein Plan. Ich wollte mein Englisch verbessern und dabei halt Erfahrung sammeln bei YouTube. Und es hat genau das gemacht. Es ist genau das passiert. Ich habe Erfahrung gesammelt, ich habe mit YouTube angefangen, ich habe ein bisschen Englisch gelernt wieder. Perfekt, Mann. Stonko fragt, hast du nach YouTube noch weitere Ziele? Die Frage für mich ist, warum nach YouTube? Als wenn YouTube quasi so ein Zeitfenster ist und du kannst halt, bis du 31 bist, kannst du YouTube machen, aber dann solltest du gefälligst, ne, was anderes in deiner Hand haben. Ich wüsste jetzt gerade nicht, warum YouTube aufhören muss. Ich habe ein Studium beendet, bald, ich kann es jederzeit beenden, sagen wir es so. Dann habe ich quasi etwas, falls was passiert und ich das nicht mehr weitermachen kann. Gleichzeitig wüsste ich nicht, was passieren soll, dass ich, ja. Cavity fragt, was war dein tollstes Weihnachtsgeschenk von all den Jahren und wohin möchtest du gerne mal für ein Wochenende verreisen? Wohin ich verreisen möchte, kann ich sofort sagen, Karibik, weißen Sand, Türkisen, Meer, ja, da war ich noch, ja, das ist halt immer schon so ein, quasi ein Kindheitstraum gewesen. Vielleicht habe ich irgendwann mal die Zeit und das Geld dazu, das zu machen. Ja, mal sehen. Das ist so irgendwann mal. Aber ich glaube, dann will ich mehr als nur ein Wochenende haben. Mein schönstes Weihnachtsgeschenk. Ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube, mein schönstes Weihnachtsgeschenk, Crash Bandicoot 1 oder 2 war das. Ich glaube, da habe ich mich so zu Tode gefreut damals. Das war, keine Ahnung, ich könnte dir nicht sagen, wie alt ich damals war, 7 oder so, vielleicht 8. Und ja, da gab es Crash Bandicoot, ich glaube 1 sogar wirklich für die PlayStation 1. Mein Bruder hat Resident Evil bekommen, Director's Cut. Boah, haben wir das zusammen gespielt, ey, das war krass. Oh, Niki fragt passend dazu. Wann gönnst du dir mal richtigen Urlaub und wo würde es hingehen? Ich kann mir das mit diesem Urlaub so schlecht gerade vorstellen. Ich habe jetzt 2,5 Jahre quasi keinen Urlaub gemacht. Also eigentlich bis auf wirklich die wenigsten Tage, sowas wie Rock am Ring. Rock am Ring ist wirklich so das Einzige, wo ich mir ein bisschen freigenommen habe für. Aber allgemein habe ich einfach durchgearbeitet. Aber so bin ich erzogen worden. So, ich habe mit meinen Eltern niemals Urlaub gemacht eigentlich. Und so habe ich dann auch weiter gelebt. Keine Ahnung, Mann. Irgendwann mache ich bestimmt Urlaub. Max fragt, was ist gerade mein Lieblingsspiel? Fortnite. Habe ich schon Fortnite gesagt? Fortnite ist ziemlich gut. Nur als 15 Gamer fragt, was wolltest du schon immer mal machen? Ein Dreier. Kerim fragt, was war mein Traumberuf, als ich noch klein war? Ich glaube, ich hatte nie einen. Ich weiß nur, dass ich irgendwann wusste, dass ich selbstständig sein will. Zeus fragt, wie es mir geht. Das Fragezeichen fragt, ob ich gedacht hätte, dass mein Zweitkanal so gut ankommt. Ah, nein. Ja, das Ding gestartet. Ich hatte Zahlen im Kopf, muss ich zugeben, wo ich gedacht habe, okay, du startest das. Und dann habe ich halt zu mir selber Zahlen gemacht, wo ich sage, okay, wenn das so ist, dann bin ich damit zufrieden. Dann muss ich mir keine Sorgen machen, dass das keinen interessiert oder so. Und wir reden davon sowas wie, ich habe gedacht, okay, wenn jetzt 5000 Leute rüberkommen vom Erstkanal, wäre ich zufrieden. Weil das war ein bisschen anders. Ich habe gedacht, so, wenn davon die Hälfte schauen, dann wäre ich auch zufrieden. Also so 2.000-3.000 Views pro Video wäre ich absolut zufrieden. Das war nicht schon ernst, das war wirklich mein Gedanke. Und deswegen ist das so, what the fuck is happening? Juni fragt, wie bin ich überhaupt zum Zocken gekommen? Durch meinen Bruder, beziehungsweise weil meine Eltern ihm eine Super Nintendo damals geschenkt haben. Und ja, ich bin als kleines Kind immer daneben gehangen. Und, ja, spielen Super Mario. SX Muntoro fragt, was war das aufwendigste Video auf YouTube für dich? Ganz einfach eigentlich, das teilen sich zwei Videos, das ist das 50k Special und das 100k Special. Viele würden jetzt fragen, das 100k Special ist aber nur 2 Minuten lang. Und ich sage euch, fick dich. Das war ein Riesenprojekt für mich, das 200k Special. Und hat mir sehr viel Kraft und Zeit gekostet, was hinter den Kulissen passiert ist. Ihr wisst halt nicht, natürlich, es ist auch kein Vorwurf, aber ihr könnt natürlich nicht wissen, dass ich dafür ein neues Programm gelernt habe. Und ein neues Programm lernen, das ist, machst du nicht mal so, ne, das dauert. Und ich habe das komplette Video einfach ohne vorher jemals mit Adobe Premiere zu schneiden, habe ich alles mit Adobe Premiere gemacht, das komplette Video. Und das hat einfach gedauert. Und ich habe nicht nur das, ich habe auch alles, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, selber gemacht. Zum Beispiel den Effekt mit dem Rauch, wie die Schrift verschwindet, habe ich mit After Effects gemacht. Ich habe After Effects noch nie benutzt. Das heißt, natürlich hat das etwas länger gedauert, bis ich die ganzen Sachen gemacht habe. Aber das meinte ich vorhin. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, ich möchte wachsen. Das ist mir das Wichtigste. Und deswegen mache ich nicht so ein Video mit den Möglichkeiten, die ich schon habe und mache das irgendwie. Sondern ich nehme so ein Video und will daran wachsen. Und deswegen dauert das länger. Deswegen ist das so aufwendig am Ende. Obwohl für euch das Endprodukt vielleicht dann halt nur 2 Minuten ist. Paul fragt, was machst du neben YouTube für einen Job, Gustav? Ich versuche jeden Tag viel zu arbeiten. Es gibt keine 5-Tage-Woche oder so. Ich mache halt jeden Tag, klar.
Ich sage aber auch meistens als Selbstständiger so. Und ich will mich auch gar nicht mit anderen vergleichen. Ich weiß nicht, wie andere YouTuber das machen. Das sollen sie auch machen, wie sie wollen. Aber ich stecke da sehr viel Arbeit rein. Und seit der Zweitkanal da ist, dann reden wir halt von weniger schlafen, damit ich alles schaffe. Das ist krass, Mann. Aber ich liebe das. Ich will ja nochmal jetzt ja ganz klar betonen, dass es nicht beschweren. Ich liebe es, dass ich mich für etwas so aufopfern kann, dass ich vergesse zu essen, weil ich das alles machen will und das alles so viel Spaß macht. Deswegen, ey, Alter, Daumen hoch. Scheiße viel Arbeit, aber beste Leben, Junge. Rainer Bullshit fragt, würdest du Kinder haben wollen? Jupp. Zwei Stück. Einer wird auf jeden Fall Gustav heißen. Mit F. Treblo fragt, bist du in Real Life genauso cool drauf wie in deinen Videos oder noch besser? Was soll ich denn dazu sagen, Mann? Keine Ahnung, Mann. Ich bin halt einfach ich. Ich versuche mich für meine Videos nicht zu verstellen oder so. Ich versuche einfach nur natürlich Energie reinzustecken. Ich will halt immer energetisch sein. Ich meine, klar, ich bin auch ein energetischer Mensch und woo! Aber ich bin natürlich nicht den ganzen Tag so. Ne, so bin ich nicht, aber ich gebe mir auf jeden Fall Mühe, einfach ich zu sein. Danke dafür, dass du denkst, dass ich cool bin. Felix fragt, ob ich lieber YouTube-Videos oder Livestreams mache. Und da kann ich dir ganz eins ganz klar sagen, beides. Damn, ich liebe Videos machen. Okay, das muss ich aber erst noch sehen. Das ist die letzte Frage jetzt. Der Manni sagt, da du ja mit der Zeit enorm an Reichweite gewonnen hast, fandest du es besser, etwas unbekannter zu sein als bekannter? Was sind eventuell für dich selbst Vorteile und Nachteile dieser beiden Zustände? Fantastische Frage, Manni. Richtig nice von dir. Und ich würde da jetzt ganz ehrlich sagen, also insgesamt mehr Reichweite besser. Punkt. Denn als Künstler, wozu ich mich zählen würde, ist es schön, wenn du nicht nur sprichst, sondern dann auch gehört wirst. Ich habe nicht nur etwas zu sagen, es gibt auch Menschen, die dir mir zuhören. Und das ist ein unfassbar erfüllendes Gefühl. Wenn ich etwas hochlade, was ich lustig finde, und mir Leute dann schreiben, boah, sie haben an der Stelle gelacht, das ist eine Genugtuung, die kann ich euch gar nicht beschreiben. Mir geht das Herz auf, ich lese manchmal Kommentare, was heißt manchmal, ich lese Kommentare von euch, und ich grinse. Ich grinse einfach über beide Backen. Das erfüllt mich so sehr. Wie so oft, alles Gute kommt mit was Schlechtem. Oder mit irgendwelchen Schattenseiten. Und damit, keine Ahnung, muss man halt leben. Natürlich, die Hater kamen dazu. Und am Anfang war das ein Riesenproblem für mich. Aber wenn ihr vor 2,5 Jahren die Videos guckt, da sind grundsätzlich keine Dislikes drauf. Auf keinem einzigen Video, mehr oder weniger. Und wodurch kommt das? Ja, weil Hater kommen halt meistens erst, wenn natürlich jemand bekannter wird. Und dann entdecken sie irgendwelche Eigenschaften an dem YouTuber zum Beispiel, die denen nicht gefallen. Aber das ist in Ordnung. So, mittlerweile habe ich akzeptiert, dass man nicht allen gefallen kann. Aber damals nicht. Ich meine, ich war nicht wirklich, Selbstbewusstsein ist jetzt nicht wenig bei mir. Aber trotzdem hat mich das verunsichert. Ich habe immer gedacht, warum eigentlich? So, warum? Und dann kamen Leute, die wirklich böse Sachen geschrieben haben. Und dann kamen Leute, die nicht nur böse Sachen geschrieben haben, sondern versucht haben, mir Schlechtes zu tun. Sachen behauptet, Gerüchte verbreitet, sowas. Und alles beim ersten Mal ist, damn, das ist anstrengend. Das ist anstrengend, dass Leute wirklich gezielt dir was Böses wollen. Ja, das sind die Nachteile. Je größer du wirst, desto öffentlicher wirst du und desto mehr Leute sammeln sich, die warum auch immer dir was Böses wollen. Das ist so der größte Nachteil, würde ich sagen, davon. Ansonsten finde ich Öffentlichkeit nicht so schlimm. Nur, dass quasi die negativen Aspekte von der Öffentlichkeit, von Leuten, die was Böses wollen, ja, die sind da. Und die, egal bei wem, egal wer ihr seid, ihr könnt Jesus sein, ihr könnt der beste Mensch der Welt sein. Es wird irgendjemanden geben, der nicht mag, was ihr macht oder so. Vor allem, wenn jemand nicht mag, was ihr macht, wäre das ja nicht schlimm. Aber es wird jemanden geben, der es nicht mag und es euch ins Gesicht reiben will. Gehört halt dazu, macht einen mal vielleicht am Anfang ein bisschen fertig, aber ich glaube auch damit kann man umgehen lernen. Und Dankeschön, dass ihr dabei wart. Es hat mir gerade richtig Spaß gemacht. Ich habe auch wieder viel zu viel geredet. Mal sehen, wie lange das wird. Wenn eure Frage jetzt nicht drangenommen wurde, dann freue ich mich trotzdem, dass ihr dabei wart und mir zugehört habt. Wenn ihr quasi Folgefragen habt, gerne irgendwie in die Kommentare. Ich versuche mich damit ein bisschen zu beschäftigen. Aber bitte versteht, dass gerade Kommentare beantworten eine Arbeit ist, die krankhaft viel ist. So, wir haben jetzt zwei Kanäle. Und beide Kanäle sind sehr aktiv, ich bin aktiv und versuche Kommentare zu beantworten, aber es ist einfach viel Arbeit und ich hoffe, ihr versteht das. Dankeschön. Macht's gut!